Und hier geht's weiter. Hier sind wir in Devingrad, eine verlassene Stadt. Also das kann man wirklich Stadt nennen. Und guckt euch das an, das ist der helle Wahnsinn. Also die wurde im Mittelalter gebaut und hier sollen mal laut meinen Informationen 700 Leute gelebt haben. Ob so ist, keine Ahnung, aber das ist das, was man bei Wikipedia lesen konnte. Und irgendwann ist die Stadt halt ausgestorben wegen Pest, Cholera und solche Geschichten. Und dann wurde die Stadt verlassen. Und es ist auch mitten in Kroatien, das ist ein komplett krasser Lost Place. Also es ist ein Lost Place, das kann man so sehen, wie man will. Hammer. Das hier scheint ein Tunnel oder irgendwas zu sein, wo es runter geht. Oder war es ein Grab vielleicht sogar? Ja. Ja, das ist eher ein Grab gewesen. Also das ist echt total krasser Scheiß. Also hätte nie gedacht, dass sowas dann überhaupt noch gibt. Und das ist mitten in Europa. Also ich denke, die einen oder anderen Kroatien-Urlauber werden es kennen. Aber ist schon krass. Schon echt derb krass, wie groß das ist. Da haben wir ja seit ein oder zwei solche Sachen ja mal besucht. Einmal die Stadt Kasan, wo es ja auch mehr oder minder lost ist. Da oben waren wir jetzt gerade drin. Und das hier ist Devingrad, glaube ich. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und das ist auch eine komplett verlassene Mittelalterstadt. Total krass. Das ist echt verrückt. Da sieht man halt mal, was die Menschen damals geschaffen haben. Und zwar, ja, kann man sagen, mit der Hand, mehr oder minder. Also, man fragt sich das immer wieder, ohne Kran, ohne alles, rein mit der Hand. Hier hinten scheint es nicht mal ganz so spektakulär zu sein. Schauen wir mal. Hier sind noch alte Reste anscheinend, was zusammengefallen sind. Haben sie dann hier zusammengetragen. Und da hinten geht es dann wieder runter. Da seht ihr mal, wie hoch diese mittelalterliche Stadt eigentlich steht. Also sie steht ziemlich hoch am Berg. Guckt euch das an. Also sie steht ziemlich weit oben. Absoluter Hammer. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal runter. Und zwar den Eingang, den wir genommen haben, um reinzukommen. Lasst das mal auf euch wirken. Da hat jemand ein Klo entdeckt. Ein mittelalterliches Plumpsklo. Da hinten ist noch ein bisschen was zu sehen. Aber wir gehen den Weg, den wir gekommen sind, um euch den Rest noch so ein bisschen zu zeigen. Nein. Schon krass. Absolut Hammer. Halt mal. So, gehen wir mal weiter. Ich habe noch ein, zwei Bilder mit dem Handy gemacht, weil ich jetzt zu faul war, die Kamera auszupacken. Schaut euch das an. Wahnsinn. Von da unten sind wir gekommen. Da hinten geht es weiter, aber keine Ahnung, wie man da runterkommt. Weil hier ist nämlich zu. Hier haben sie zugemacht. Vielleicht kommt man. Ne, hier ist auch dicht. Schade.
Über die Mauer geht es auch nicht. Wollen wir da drauf steigen und rüber gehen? Ja, schaut interessant aus. Hä? Schaut interessant aus. Ja. Aber ich komm, die ist auch wieder hingekommen. Hm. Ich frage mich auch, wo die herkommt. Wahrscheinlich hinten rum. Na, schau mal. Aber wir gehen jetzt den alten Weg wieder. Weil heute ist so der letzte Tag, wo wir hier in Kroatien unterwegs sind. Und jetzt sind wir dann wieder Richtung Deutschland unterwegs. Und zum Schluss haben wir gesagt, nehmen wir eben diese alte verlassene Stadt mit, weil wir eh dran vorbeifahren. Und das ist jetzt so der Weg, wo es dann hoch in die Stadt führt. Das ist schon krass, wenn man sich das Ganze mal dann so zu Gemüte führt, dass es eine alte mittelalterliche Stadt war, die dann mit Pest und Cholera ausgerottet worden ist. Die letzten, wo dann hier waren, halt im Endeffekt in die umliegenden Städte oder Dörfer gezogen sind. Ja, und letztendlich sich dann selbst überlassen wurde. Hammer! Und das sollen so die Eindrücke sein von unseren letzten Schritten in Kroatien. Wir waren in Istrien und dadurch haben wir zweimal geguckt. Es gab im Pula den einen oder anderen Lost Place noch, aber da ist es verdammt schwierig gewesen zu parken. Also das hat man ja fast nicht parken können im Pula. Aber hier in Istrien, wo wir jetzt waren, gab es, wie ich jetzt schon zweimal im Video erwähnt habe, Kasan. Die Stadt, die, oder Stadt kann man nicht nennen, das war eine Burg, Dorf oder sowas, was verlassen ist. Das hier und das eine oder andere, was wir euch so noch im Video zeigen. Aber das hier ist so das Highlight gewesen. Ja. Schon derb krass. Schon eine riesen Dimension. Wie ich es vorhin schon gesagt habe, man muss ja darüber nachdenken, dass die alles mit der Hand gemacht haben. Dass die wirklich die Steine mit der Hand hier hochgeschleppt haben. Totaler Wahnsinn. Hier ist noch ein Stein und hier vorne dann, das finde ich so mega, ist ein Imbiss, da könnt ihr euch dann was zu essen holen und was zu trinken nach der Erkundung. Mega. Ja, und dann würde ich sagen, man sieht sich und haut rein.